Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Tag 9 der Streamer Challenge ist am Start, also geht's an diesem finalen Tag auf Labs, wo wir auf die Jagd nach Raidern gehen und versuchen, diese möglichst mit Nades zu killen, um noch ein paar extra Punkte zu gönnen und vielleicht etwas weiter nach oben im Ranking zu pushen. Als Waffen habe ich hier für mich die MP7, die HK416 und die AK12 gewählt. Einfach weil diese Waffen aktuell immer noch extrem stark sind und ich mit dem Handling einfach echt gut klarkomme. Der Start auf Labs lief allerdings für mich echt schleppend. So schleppend, dass ich aus den Raids fast eine eigene Saltiness-Episode hätte machen können. Aber das hat sich dann so ab der Hälfte des Tages dann langsam eingependelt. Falls ihr also die ersten Raids in ein eher zorniges, schon fast weinendes Gesicht seht, wundert euch bitte nicht. Trotzdem war es natürlich auch mal wieder spannend, auf Labs unterwegs zu sein. Die Map bringt einfach ihr ganz eigenes Feeling mit, das man sich auch mal wieder geben musste. Am Ende vom Video habe ich auch noch ein paar abschließende Worte an euch und natürlich meine Platzierung in der Streamer Challenge. Also skippt nach den Raids nicht direkt weg. Da kommt noch was. Die Raids vom kompletten Stream habe ich euch wie immer knackig zusammengefasst und jetzt war es auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Links von mir ist irgendwas. Ich habe das Gefühl, alle machen gerade dasselbe wie ich und hocken und warten ab. Dass sie irgendwo Raider hören. Geht eigentlich um nix, ne? Ach, scheiß drauf, ey. Hangar Gate. Okay, das ist nicht hier. Irgendwer hat auf jeden Fall Hangar aufgemacht. Moin Moin an alle Durchgeknallten. Hallo Diablo. Ich glaube, die warten hier alle auf die Raider, Alter. Sonst noch nichts an. Ich frage mich halt, wo die sind. Oben haben zwei ein, zwei rumgeballert, das war's dann aber auch schon wieder. Bin aber gleich im Lurk, muss zu einem Biermeeting. Alles gut, kein Problem. Mach da mal, viel Spaß.
Ich höre das, als wenn links jemand kauert. Kein Glück, ne? Das ist doch scheiße. Ist ja nix. Also entweder funktioniert Labs jetzt ganz anders, als ich das kenne. Dass wenigstens mal ein paar Radar kommen, wenn man irgendwas aktiviert, aber... Naja, Vibe-Lado. Nee, da. Hier ist nix.
Also gar nichts, gar nichts. Das Einzige, was hier wahrscheinlich rumläuft, sind Spieler. Ach Leute, ihr pisst, fuckt mich richtig ab, ey. Эй, земляк, мы... Наш ранен. Вот, падла. Yes! Zwei mit der Nade. Zwei mit der Nade. Ah, keine Nades mehr, aber die haben hoffentlich noch welche dabei. Die haben hoffentlich noch welche dabei. Hi Rodger, moin, da habe ich doch glatt den Anfang gepasst. Ach du, ist nicht viel gelaufen, außer dass ich hier wahllos auf der Suche nach den Raidern bin, aber außer die zwei keiner dabei war. Außer die zwei war keiner dabei. Wir sind drei Fahrstühle angemacht, aber mehr kam nicht, ey. War ein Star Citizen unterwegs, ja. Da vergisst man wahrscheinlich mal die Zeit, da. Das kann ich mir schon gut vorstellen. So, wir tauschen mal ganz kurz das gegen das. Gucken wir mal, wo die restlichen Scabby Boys rumhängen. Nur zwei Stück? Sind ernsthaft nur zwei Stück gespawnt? Hm.
Ist Free Flight Woche ab Freitag. Vielleicht schnupperst mal rein. Werde ich nicht die Zeit zu haben, du. Sorry. Also ich habe, glaube ich, Star Citizen habe ich, glaube ich, schon mal reingeschnuppert. War mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zu komplex für das an Zeit, was ich hatte. Ist es immer noch, ja, glaube ich. Daher ist, was? Daher geht Ausloggen nicht ganz so einfach, wobei es schon besser geworden ist. Ja, okay. Glaube ich dir wohl. Auch ist ja ewig langer Entwicklungsprozess bei dem Spiel, aber wie sagt man? Es dauert so lang, wie es dauert, damit es gut wird, wa? So, ich habe die Typen hier auch schon mal in den Arztdingern sehen, gammeln sehen. Allerdings glaube ich, dass hier nur noch Spieler sind. Ich habe jetzt gerade mal zwei Raider bekommen. Okay, er ist hier oben. Das ist ein Spieler. Was genau muss machen? Bestimmte Anzahl oder so viel wie geht? So viel wie geht, Raider. Am besten mit Granaten töten. Oder halt mit irgendeiner Waffe. Was für eine Leber? Gibt sie schon? Was bekommst du denn für einen Lungenflügel? Ach, glaube ich, verkaufe meine Leber. Ich hole mir eine RTX 4080. Warum denn eine RTX 4080? Grafikkarte würde ich dir eher AMD empfehlen. Preis-leistungstechnisch wesentlich besser. Aktuell zumindest. Zumindest aktuell. Hier sind alle Raider tot. Hier sind sie natürlich gespawnt. Schießt immer noch irgendwer.
Ne. Hier lebt, glaube ich, gar nichts mehr, Alter. Ne. Es reagiert nichts auf mein Rumgerenne. Ich denke, ich bin hier nur noch mit einem Verstrahlten. Selbst das ist ein Raider. Also, die waren alle hier und keiner großartig da, wo ich hin wollte. Hier hinten wird aber noch geschossen, das verstehe ich halt nicht. Keine Ahnung. Hier ist nichts. Ich denke, wir können hier raus. Scheiß Runde. Könnte hier gucken, ob noch ein Lask nachgespawnt ist, aber... lahme Runde. Ach. Ich bin so angespannt auf dieser Kack-Map. Das ist so schrecklich. Also, wir haben zwei Raider mit der F1-Granate. Das sind schon mal, ist schon mal doppelte Punktzahl. Das ist schon mal was. Alles angemacht, oder was? Ich mache die Raids, denn Sash kriege ich leer bis Mitternacht. Ja, das glaube ich auch. Ja, du, ich höre halt auch nichts, ne?
Raider? Bei mir sind keine Raider gekommen. Ich habe keine Granaten mitgenommen, ich Idiot. Oder zumindest nicht genug. Oh man. Das waren jetzt auf jeden Fall 3 Stück, glaube ich. Hier kommt ein Spieler von links. Ich glaube zumindest, dass es Spieler sind, weil keine Raider-Sprüche mehr fallen. Doch, da hinten.
Spieler, sage ich ja. Schade, 3 Stück. Ich habe ihn gehört. Ich dachte, er ist unten. Sein Rucksack lag unten, aber er war oben. Habt ihr gerade noch gesehen, den Engel, oder? Nee, hier will ich nicht raus. Muss viel offensiver. Das ist nicht meine Spielweise. Ich weiß, ich muss offensiver machen, aber... Das ist Futter für die Camper, ja. Ach, ich renne falsch. Scheiße. War keine Kritik, eher eine Feststellung, ja. Das stelle ich selber auch immer mehr fest und merke, dass diese Art Spielweise tatsächlich nichts für mich ist. Hier ist ein Camper links im Raum drin. Du wirst dem Camper noch nicht zum Opfer fallen. Oder dem, der da hockt. Ich weiß halt nicht, ob es ein Raider ist oder ein Spieler. Diese Ecke hier sieht immer so aus wie so ein Schatten von einem Dings auf weiter Entfernung. Okay.
Nate schmeißen muss ich noch üben. Ich hab mir fast selbst getötet, Alter. Okay, ich habe eine Fata Morgana gehört. Ich sage ja, die Map macht mich tot hier. Wieder keiner gespawnt hier unten. Zumindest nicht über die Lifts. Wir machen jetzt nochmal den einen Lift hinten an und dann... Was steht hier? No stream item for you. Oh mein fucking Gott, Alter. Sterben im Käfig. Ist irgendwie wie Reserve im Bunker. Eierst um eine Ecke, steht einer oder hockst selber ums Eck. Weite gibt Möglichkeit für Kämpfe, richtig. So, jetzt ist das Geilste, dass bei mir hier noch nicht mal der Exit offen ist. Das heißt, hier werde ich jetzt auch keine Raider mehr kriegen. Oder noch keine Chance auf Raider. Das heißt, ich warte jetzt kurz, bis jemand anders irgendwas anmacht. Oder bis ich auch nur ansatzweise Raider-Schreie höre und dann gehe ich in die Richter. Wenn jetzt hier, wenn man wüsste, dass jetzt hier Raider irgendwo rumlaufen, ganz normal, also, dann würde man irgendwie auch in die Richtung gehen oder hier ein bisschen die Gegend durchstreifen, aber es ist halt nichts. Es ist halt einfach nichts. Ich werde hier heute wahrscheinlich auch nicht wirklich viele Punkte machen. Dafür muss ich auch dazu sagen, da kenne ich mich auf Streets mittlerweile besser aus als hier auf Lighthouse. Genau, hier auf Lighthouse, übrigens schon mal gesehen. Hier auf Labs. Labs kannte ich mal wie meine Westentasche, wusste wegen Spawns und so Bescheid. Aber mittlerweile hat sich das alles so verändert. Tastendrücken geht nicht immer.
Raider sind nicht da. Das Einzige, was immer da ist, sind diese Kack-Spieler. Weil du hast ja jetzt hier auch wieder das Problem, du versuchst diesen Spielerkämpfen irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil das wird einfach zu viel. Und trotzdem ist ja nicht gewährleistet, dass du die PMCs und dass du die Raider kriegst. Und hier die PMC-Fights aus dem Weg zu gehen, ist halt, weiß ich nicht, rumlaufen, PMC-Fights zu forcen, weil du Punkte kriegst für einen Abschuss oder so. Geh ich mit. Aber kriegst du nicht. Nada, niente, nothing. Das heißt, du verballerst hier die Munition, die du vielleicht für die Raider brauchst, an die anderen Spieler und gehst gegebenenfalls dabei drauf, ohne dass das Risiko sich irgendwie gelohnt hat. Das hätten sie jetzt wirklich 10-mal überdenken sollen. Hier wirklich keine Punkte für Spieler zu vergeben. Du wirst halt alt, mein Opa. Hi, Borden, Hellas. Was hat das mit alt zu tun? Ich glaube, das war noch nie meine Spielweise, Blado. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich von jedem Spieler zu jedem Spieler. Ich war noch nie der absolute, selbst bei Call of Duty ist was anderes. Also da würde ich auch, daraus besteht das Spiel. Du spawnst so schnell wieder, dass du nicht weißt, dass du überhaupt gestorben bist. Aber hier bei DayZ war ich genauso vorsichtig und zurückhaltend. Da war ich Anfang 20. Und trotzdem war man da vorsichtig unterwegs und ist nicht einfach draufgegangen und so weiter. Man lässt ja irgendwie auch zu, dass das die Atmosphäre vom Spiel so ein bisschen auf einen wirkt. Es passiert auch nichts, ne? Ich höre keinen Sound. Ich höre keine Spielerschüsse, nicht eine Granate, gar nichts. Es hat doch keiner was anderes angemacht. Nix. Hier passiert gerade gar nichts. Entweder hält gerade jeder die Füße still. Oder ich bin allein auf der Map. Ach, scheiße, ich hab keinen Bock mehr zu warten. Keine Raider da. Ich weiß auch nicht, warum ich noch auf ihn geschossen habe, während er am Wegsteppen war. Keine Ahnung.
Ja, oh, wir haben hier, glaube ich, einen Spieler drin. Verstehe ich auch nicht, dass auf dem Live abgeht, sodass jeder Zweite los mit dem Gedanken Streamer-Gedanken ganken. Was? Sodass jeder Zweite los ist mit dem Gedanken Streamer ganken. Sollte euch lieber unter euch um die Raider battlen lassen, ja. Weiß ich. Geh da auch mit gemischten Sachen ran. Ich höre keinen Step, nichts, gar nichts, aber. Oben. Ist ein Grenade Launcher? Alter, von wo sehe ich das Licht? Das muss doch von oben kommen, oder?
Kiepka! Einer ist noch um die Ecke. Ich hab ihn doch gehört. Ich hab den gehört, aber ich weiß nicht, wo der ist. Entweder ist das alles über mir.
von uns. Glaube ich, über mir gewesen. Was versuchst du mit den Grenades und mit den Headshots? Willst du es mir echt noch schwerer machen? Das ist doch wohl eine Frechheit. Ja, von dir. Auf jeden Fall. Von mir nicht, du. Also der eine Raider hat, glaube ich, sich selber getötet. Den Kill kriege ich nicht mal, weil er... Weil das die Nate von seinem Buddy war, die ihn da getötet hat. Schon ganz oben, oder was? Ja, okay. Alter, wenn jetzt gleich noch einer die Tür knallt hier, ne? Ich habe vorne einen gehört und ich dachte, okay, ich gehe ihm aus dem Weg und gehe unten hin, weil dann war der Raider unten und nicht oben. Und was, kriegst sofort die Retourkutsche? Keine Ahnung, ob ich einfach zu blöd bin, das hier ordentlich abzuliefern, keine Ahnung. Und dann aus Zufall renne ich da, warum rennen die mir denn nicht durch Zufall vor die Flinte? Das passiert nicht. Ich habe gedacht, der ist im Raum von Sanita, also beziehungsweise in dem Dingen und lootet. Und ist dann gerade an der Leiche aufgestanden oder was auch immer, oder beziehungsweise hat sich hingelegt und lootet. Dachte mir, okay, alles klar, den PMC brauchst du eh nicht, rennst du weg. Heute ist Saltiness-Faktor, oder? Ich glaube, daraus kann ich eine Salty-Episode machen.
Hab seit San Andreas kein GTA mehr angefasst. Rodger, war? Warum das denn? GTA 5 hat Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich warte jetzt gerade, ob jemand hier anmacht. Da hinten wird schon geschossen. Metal Steps. Ist das so? Ja, ich fand schon. Also GTA 5 Story war super. Story war auf jeden Fall super. Und ich habe auch auf Roleplay-Servern gespielt und auch gestreamt. Hat auch irre Spaß gemacht. Allerdings auf Roleplay-Servern mit so ein bisschen Wirtschaftssimulation. Also du musstest halt einen Job, bla, brauchtest Geld, dafür musstest du arbeiten, konntest dir Konzerne hochziehen und so weiter und so fort. Also das war schon cool. Telefonieren, bla. Also es hat sich ein bisschen wie Second Life angefühlt, möchte ich mal sagen. Na, es macht entweder keiner was an oder ich krieg's nicht mit. Hab gehört, RP in GTA ist wie Laufen mit dem Pfahl im Arsch. Okay. Okay, Wodka. Das ist mal eine ganz andere Denkweise. Ja, keine Ahnung. Nur Spieler, überall, wo du hinguckst, Mann. Kann man diese Map mögen? Wie kann man sie mögen? Es geht mir nicht in den Kopf. Wir sind unten. Warte mal, wir sind hier. So, mich hat irgendwas beschossen. Von hinten, glaube ich, war es nicht. Ich glaube, es war vorne durch die Scheibe von der Tür.
So, let's go, hey. Dir auch einen schönen Abend. Wie geht's mir, du? Heute ist nicht schön, ey. Sag ich dir, wie es ist, ey. Heute ist not schön. Labs macht keinen Spaß. Mir auch, aber warum so? weil Labs einfach, keine Ahnung. Ich brauche hier Raider, muss sie töten und kriege nur Spieler gefühlt. Also ich kriege auch ein paar Raider, aber... Er hat mir einfach die komplette Korund so gut wie runtergeschossen. Das ist alles offen. Hangar Gate ist offen, Parking Gate ist wahrscheinlich nicht da. Da hinten wird geschossen. Ich höre auch keinen Raider. Nix. Kann immer nur hoffen, dass hier jetzt vielleicht langsam noch welche spawnen. Glas. Keine Ahnung. Gehen wir hoch. Hier unten kommt nichts mehr.
Keine Armor an, Mann. So eine Dreier-Armor. Der ist unten irgendwo. Okay. Der noch eine... Achso, ich habe noch nichts. Junge, hat der mich weggehammert, ey.
So, gib mir nochmal eine Nade oder irgendwas. Damit ich die triggern kann. Scheiße. Wir müssen ein bisschen stacken. Ich glaube, hier ist noch ein Spieler. Hinten hat irgendwas die Scheibe kaputt gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Spieler oder ein Raider war. Oh mein Gott. So, kurze Munition flash machen, dann gucke ich mal, wo noch ein paar andere von denen rumhängen. Es hört sich so an, als ob hier direkt über mir einer hängt.
Okay, das sind nur ein, zwei. Okay, ein paar Kills kriegen wir hier wohl. Puh. Ich scheine mittlerweile alleine zu sein. Das heißt, wir können eigentlich noch mal ein bisschen alles ablaufen. Und gucken, ob wir noch irgendwo verstrahlt ein paar Raider finden. Weil ich dachte eigentlich hier hinten, weil es schon offen war, sind vielleicht keine mehr, aber es sind auf jeden Fall noch welche. Wer knallt denn hier die Türen so hart, Alter, dass ich das mit Kopfhörern höre? Welcher Hurensohn, Alter. Nur noch 10 Minuten. Okay, versuchen wir gleich nochmal alles abzulaufen. 10 Minuten sind lange genug Zeit, um hier noch zu gucken, ob noch irgendwas da ist. Magazines voll machen und dann kurz gucken, ob wir noch eine andere Rüstung kriegen, die vielleicht ein paar mehr Hitpoints hat. Okay, die auf jeden Fall nicht. Na, hör mal, ja. Hier, da hinten ist ein Raider tot. Pockets durchsuchen. Ich will nur die Granate haben. Danke. Nur um noch zu triggern.
Keine Granate hier. Doch, ich habe das Gefühl, hier sind noch Player. Die brauche ich aber nicht. Hier ist ein PMC tot. Hier höre ich auch nichts. Gucken wir nochmal unten im Keller. Ist überall an. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ey. Ne, hier nicht. Wir haben noch ein paar Minuten. Komm schon, irgendwo kann doch hier noch einer sein, oder? Ne. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nicht ein Radizio. Ich höre nichts mehr. Ich denke, wir gehen raus.
Das macht sonst keinen Sinn mehr hier. Aber wir gehen gerade falsch, sehe ich hier, glaube ich. Ja. Gehen hier hinten runter. Na gut, dann nicht. Wir können doch da ganz hinten kurz in die Ecke gucken. Da sich noch welche verkrochen haben. Rein theoretisch auch hier im langen Gang. Nee. 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 Okay. Das war's. Endgültig. Hier ist alles leer jetzt. Ein paar Scaps wollte ich gerade sagen. Ein paar Raider haben wir mitbekommen. Sonst brauche ich davon eigentlich nichts. Wird nur eine Schrotze. Hau mal ab. Sodele. Das waren tatsächlich jetzt das erste Mal so viele Raider, dass sich der Raid gelohnt hat. Das waren 10 Raider. Ach Mann, er kriegt's natürlich eher hin als ich. Ach Scheiße. Schon wieder Sioko. Das ist das zweite Mal jetzt, Alter. Wie konnte er das wissen? Naja, er konnte das nicht wissen. Er hat vermutet, dass vielleicht jemand da sitzt, weil man an der Position, er weiß grob, wo die Leute spawnen und dass jemand auch wahrscheinlich da ist. Also springt er grob dahin, weil er vermutet, dass da jemand sein könnte. Und dann macht man das halt einfach präventiv, halt als Sieger aus diesem Ding rauszugehen. Ich wusste, dass er hier langkommt, deswegen habe ich abgewartet, weil ich dachte, das wäre mein Vorteil. Es war jetzt aber mein Nachteil. Er hat schon wieder was aufgemacht. Das bin ich, aber auf YouTube. So nicht cool, dann danke ich dir da.
So, bei mir ist jemand. Spieler. Spieler. Ach, Level 10. Sorry, Dude, Alter. Schmeiß deinen ganzen Scheiß weg. So. So, ich verabschiede mich. Danke für die Unterhaltung und allen einen schönen Abend. Gute Nacht. Rodgar, schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Gute Nacht auch dir.
Ja, die Elevators sind alle an, aber Parking Gate, Hangar Gate, auch der Hangar Gate ist auch an. So, jetzt haben wir noch eine Nate dabei. Dass der mich auf Entfernung nicht gesehen hat, der Dude, ne? Ja, hier macht auf jeden Fall einer seine Challenge. Die knallen mir hier die ganze Zeit die Scary Boys weg. Hier nicht. Es hätte ja sein können, dass hier noch irgendwer rumstrummelt. Ist auch an. Okay. Also anscheinend jetzt so gut wie alles zu sein, was geht.
Ach, scheiße. Ich Idiot sag noch, er kann alles wieder haben, aber er kriegt auf Labs ja gar nichts wieder. Ne, hier sind leider keine mehr gespawnt. Schade. Okay, dann rennen wir jetzt wieder Richtung Parking Gate. Irgendwas noch nicht offen. Parking Gate ist noch nicht offen. Also wenn es überhaupt da ist, aber... Irgendwo ist hier entweder ein Raider oder PMC hat gerade gequatscht. Über mir? Das ist, glaube ich, immer noch über mir. Also irgendjemand macht noch die anderen Raider. Geht doch einfach. Rousey braucht doch die Raider auch. Und ihr habt genug gekillt da oben, so wie sich das anhört. Lock B kann hier unten rein, das ist dann noch da rein. Parking Gate. Ich weiß nicht, wie ich von hier am besten zum Parking Gate komme. Das muss ich halt ganz ehrlich zugeben. Wie komme ich zum Parking Gate? Von hier unten. Hier war der, siehst du, hier war der Exit. Oder ist der Exit? Hier bin ich ewig nicht mehr gespawnt. Weiß ich gar nicht, ob hier auch Raider sein konnten. Können wir mal kurz hingucken. Glaub nicht, ne?
War hier Strom, den man anmachen konnte? Nö. Schade. Sink the water level. Nabend. Der Barber, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Einen Abend gehabt bisher? Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie ich hier... Ich weiß nicht, wie ich von hier zum Parking Gate komme. Glaubst du das? Am schnellsten zumindest. Alles Roger, Feierabend, Pizza und dein Stream schauen. Hoffe selber auch alles, oder? Ja. An sich schon, aber sagen wir mal so, Labs hat mir heute gut eingeschenkt. Hier unten ist wahrscheinlich auch nichts mehr übrig. Nee, ich glaube, entweder sind alle Raider tot oder ich bin genau in der falschen Posi dafür. Ich glaube, es ist alles offen, außer Ventilation Shaft ist offen, Cargo Elevator, der fehlt noch. Aber ich glaube, sonst wurde hier alles abgefarmt, was abgefarmt werden kann. Ah, Raider tot. Scheint alles tot zu sein hier. Also zumindest die Raider. PMCs sind wahrscheinlich noch hier und looten fleißig. Oder sind mittlerweile auch schon gegangen. Redet auch keiner mehr. Ich glaube, hier lebt nichts mehr. Thank you.
Okay, hier lebt doch noch was. So, das waren wahrscheinlich die zwei letzten. Jo. Wir nutzen natürlich die Zeit noch aus und gucken, ob vielleicht doch noch der ein oder andere da ist. Aber wir brauchen erstmal. Eine andere Rüstung mit 8,1 Hitpoints. Schauen wir uns nicht mehr weit. Okay. Ich würde den Helm gern mitnehmen. Achso, warte mal. Kann ich doch. Idiot. Glaube, hier lebt nämlich nichts mehr. Der hat auch bloß diese Kack-Dings dabei. Aber ich denke, das war es jetzt schon wieder. Also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass hier noch irgendwer lebt. Hier sind überall Tote. Keiner schreit mehr. Die haben alle nur so Billo-Rüstungen an. Streamer-Items haben die Raider jetzt nicht wirklich. Warte mal, hier könnten aber noch Items sein.
Scav spotted. Shinhead, over there. Alles zu Roger, bedeutet alles okay, ja. Meine Güte, ey. Er hat einfach nix angehabt. Kein Sound gehört, nix, gar nix. Egal, letzter Raider hat mich getötet. Da war doch noch wer oben, Alter. Schade, hätten noch mehr werden können. Nee, Mengist. Doch, das ist ein Raider, alles gut. Nichts gesagt. Ja, meine Freunde, und damit endet hier die Streamer-Challenge. Labs war nochmal so das Finale, bei dem man noch versuchen konnte, vielleicht ein paar Punkte gut zu machen, um sich im Ranking noch etwas höher zu pushen. Für mich war aber klar, dass ich es auf Labs nochmal schwer haben werde. Einfach weil ich die Map in der Vergangenheit so gut wie nie gespielt habe, gerade wegen der Cheater-Seuche, wollte man hier einfach nicht mehr drauf gehen. Trotz allem habe ich mein Bestes gegeben, um in der Zeit, die ich als Casual-Spieler zur Verfügung hatte und den einen Tag, der mir komplett fehlt, trotzdem zu schauen, wo ich wohl lande. Und zu meiner Überraschung lief es gar nicht mal so schlecht. Ich habe immerhin Platz 573 von um die 1400 geschafft, was mich echt zufriedenstellt. Persönlich wäre ich einfach nur froh gewesen, unter den Top 1000 zu sein, aber so war das Ganze dann am Ende dann doch für eine erfreuliche Überraschung gut. Die genauen Punkte, die ich gemacht habe, könnt ihr hier gerne auf dem Scoreboard sehen, das ich euch einblende, oder auf der Escape from Tarkov Homepage. Ich möchte euch an dieser Stelle danken, dass ihr mich so fleißig unterstützt habt mit eurem Mitfiebern im Chat und bei den YouTube-Videos dazu. So, und nun, da die Reise der Streamer-Challenge vorbei ist, möchte ich natürlich dem Gewinner Timothy, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, meinen Glückwunsch aussprechen und hoffe, dass er mit den Devs ein geiles Item entwirft. Und für die anderen sage ich nur, die Flucht ist noch nicht vorbei, also bis zum nächsten Raid, Stream oder YouTube-Video. Ich freue mich auf euch, danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.